Mö! Ich lasse jetzt einfach laufen. Andi lässt laufen. Mehr aufs Klo, schön. Sag's doch mal irgendwann Hallo. Ach so. Ein Verdammt. Furz. Ja, ein freundliches Grüß Gott von Mandy. Und? International. Ja, gut. Ja, von mir auch Hallo. Ja, freundlicherweise sagt man Hallo zu den Leuten. Und wir sind diese Woche auf dem nächsten Kurs, der dieses Jahr nicht mehr gefahren wird. Irgendwie lustig, dass wir Lustig, jetzt zweimal lustig. hintereinander. Ich muss kurz aufstehen. So ein Dreck. Mein Lenkrad reagiert nicht. Das ist Uria, unschön. nee. Oh! Hast du was gesagt? Nö, 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 nö. Ah, jetzt darf ich das Headset nicht runterschmeißen vom Kopf. Und ich muss mich vorlehnen. Oh, scheiße. Uff. Ja, ich weiß, ich soll den Controller anschließen. Leck mich. Jetzt treffe ich das Loch nicht. Ich gehe doch sonst so gut. So. Ich sag dazu jetzt einfach mal nichts. Die Doppeldeutigkeit darf sich jeder selber denken. So, Kane. Leg mal los, während ich mich widersetze mit den Streckenfacts. Verdammt. Seit, was weiß ich, ich glaube seit 2011 im Kalender die Strecke. In Indien liegt das Ganze. Hermann Thielke hat sie mal wieder erbaut, also eine typische Geradeaus-Strecke mit vielen Kurven im Mittelteil. Und ja, Andi, helf mir. So unvorbereitet. Erster Sieger war, vermute ich, Vettel? Oder war es McLaren? Ich weiß es schon nicht mehr. Also die Strecke denkt mir auch am wenigsten von den Ergebnissen her. Da ist, glaube ich, auch noch nie was passiert, was irgendwie sonderlich erwähnenswert wäre. Außer dass Vettel seine Donuts gedreht hat, die letztes Jahr, nicht dieses Jahr, letztes Jahr. Diese Saison wolltest du sagen. Letzte Ah, Saison. nee, ja. Verdammt. Und sonst gibt's eigentlich echt nichts zu sagen. Stimmt, ein paar Flügel sind, glaube ich, letzte Saison geflogen am Start. Aber sonst. Hey, lass uns. Was? Wo? Bei dir? Es hat in der Leitung gepiept. Und bei mir nicht. Wenn es bei dir piept, tut mir's leid. Du piepst bei mir. Was? Ja, bei der piept's wohl. Im Moment ist viel Verkehr auf der Strecke. Verkehr auf Ja, der Verkehr Strecke. auf der Strecke, gut zu wissen. Denn jetzt traue ich mich raus nach eigentlich ziemlich verschenkter Zeit. Und dieses Mal. Wow! Wow! Okay, mein Lenkrad stand falsch. Und jetzt hänge ich an einem Schild und krieg das blöde Schild nicht umgefahren. Wow. Ach nee. Das Wenn ist du was es anderes. 100er Schild in der ersten Kurve suchst, das. Ja, danke. Super. Das fiel mir zum Opfer. Tut mir leid. Aber ich wusste nicht, dass mein Lenkrad gerade so eingestellt war in dem Moment. Nach dem Rekalibrieren. Und ist eigentlich ein Wunder, dass das Auto überhaupt noch heil ist, außer dem leichten Frontflügelschaden. Hier kann man es noch erahnen. Und mich wundert es auch, dass ich keine Strafe bekommen habe, weil ich habe ja dann die weiße Linie überfahren. Oder habe ich das gerade einfach nur nicht gesehen? Man weiß es nicht. Man muss es sich denken. Wow.
Indien. Jetzt nicht unbedingt eine meiner Lieblingsstrecken. Ich finde die Strecke eigentlich ganz okay. Ja, mich stören die beiden Haarnadelkurven, wo der Scheitelpunkt so weit hinten liegt. Das sehe ich kaum, wie und wann ich einlenken muss. Tue ich mich immer brutal schwer, sorry Hülkenberg. Das ist ja der Sinn der Kurve. Da warten ja, für Abkürzen, ja super. Aber mir liegt es so gar nicht. Hat jeder seine seine bevorzugten Kurven und seine benachteiligten. Ja. Du bist benachteiligt, bevorzugt. So, dann schaue ich mal, was ich jetzt noch zustande kriege. Ja, danke, dass du es unkommentiert stehen lässt. Ja, das 100er Schild steht übrigens wieder. Ich weiß nicht warum. Aber, ja, warum nicht? Oh Gott! Das war, glaube ich, ein bisschen zu direkt angefahren. Da schleicht wieder jemand. Hülkenberg. Und jetzt habe ich einen Scheitelpunkt verpasst, ja. So, hier nehme ich auch immer recht viel Gras mit. Weil es einfach dazu einlädt, weil es nicht wirklich verlangsamt ist. Dass die KI nicht einfach mal Platz machen kann. Können's halt nicht. So. Oh je, je. Oh je, oh je. Nur 11. momentan. Und das, obwohl die Runde eigentlich halbwegs in Ordnung war. Ja, mittlerweile auch nur 13. Ja. Wir sind im viertletzten Rennen der Saison 2012. Es folgt anschließend nur noch Abu Dhabi, Austin und Sao Paulo. Bedeutet zumindest dieser Teil der Reihe mit dem Ferrari Let's Play neigt sich auch hier dem Ende entgegen. Also ich denke doch an viele schöne Momente zurück. Ich hoffe, das machen die anderen auch soweit. Okay, du hattest auch deine schönen Momente, auch wenn viel Scheiße lief. Spa! Oder Kanada. Ja, da ist ja Kanada. Ja. Hast du recht. So, jetzt habe ich auf 11 verbessert. Oje, oje. Die Strecke ist einfach nicht meins. Die war noch nie meins und ich glaube, die wird nicht unbedingt meins werden. Denn ich mag ja Stuttgart. Was? Die wird nicht meins werden, die Strecke. Oh. Sorry. Aber der hat sich so angeboten. Du schlägst auch keine Angebote aus. Ah, aber vielleicht können wir doch noch was zum Streckenfact sagen. Und zwar, was mir doch an besonderen Momenten hier denkt, ist der Flatterflügel von Ferrari. Stimmt. Massa. Das war hier, ne? Ja, das war hier. Und De La Rosa ist hier, glaube ich, auch mit Bremsversagen ausgeschieden. Weil damals stand HRT schon so schlecht. Da gab es ja dann eben auch später diese Sache mit dem Bremsversagen bei Kartikeyan in Abu Dhabi, wo der Rosberg über ihn abgeflogen ist. Denkt mir auch noch, das war sozusagen mehr oder weniger das Ende von HRT schon angekündigt.
weil sie einfach nicht mehr genug frische Teile hatten. Gut, und die Boxeneinfahrt ist ja auch nicht die schönste. War besser als Korea auf jeden Fall. Ja, weil man Auslaufzone hat. Und sonst sind wir irgendwie heute nicht so in Sprechlaune, ich weiß gar nicht warum. Weiß auch nicht. Ja, irgendwie die Stimmung ist am Boden. Die ist ja katastrophal. Ich muss mich konzentrieren. Reparaturen erreicht. Ach, cooles Deutsch. Oh, hallo. Hallo. Was machst du Burger dann? Bitte. Einen Gerhard Burger. Hallo, den Witz hat McLaren schon gemacht, also. Du owest me auch. Guck, ich weiß nicht warum, ich klicke immer auf diese Statistik. Das können die Leute, denke ich, bestätigen. Ich weiß nicht warum. Sorry, Kane, wenn du es irgendwann mal siehst. Das ist irgendwie Macht der Gewohnheit. Ich versuche so viele Infos wie möglich zu bekommen. Ach scheiße, das war schon die weiche Mischung. Ja, aber ich habe es auch gleich genommen. Verliere ich dann meine Zeit? Verliere meine Zeit. Oh, aber granatenmäßig im letzten Sektor. Irgendwas mache ich dort falsch. 13. und 15. sind wir momentan. Und das mit einem weichen Schlappen. Auf geht's, Runde 2. Ja, wo ist das Mädchen, das das Schild hochhält? Guck mal im Spiegel. Bist du da? Hallo. Es ist doch so, es ist doch so. Traurig, aber wahr. Warum? Du warst ja da hinten. Hä? Ja, du bist doch hinter mir rausgefahren. In den Spiegel, du Arsch. Ach so. Oh. Sorry, Kane, aber es war ein glattes Eigentor. Du bist ein glattes Eigentor. Sowas schützt sich, Teamkollege. Ja. Noch 3 Minuten. Aber echt, wir hatten jetzt auch schon lang keinen Regen mehr, oder? Nein. Letzte Quali. Ja, das Getröpfele, aber mal richtig, dass wir auf Inters müssen. Das hatten wir genug in der Saison, ja? Ja, aber hauptsächlich im Qualifying. Ja, und? Oh, Stau, Stau. Und was für ein Überholmanöver gegen den Toro Rosso. Das hat der Häkkinen Qualität. Auch wenn er schleicht. Oh, oh, oh. Das hast du jetzt nicht auf Bild, ne? Nö. Boah. Wie denn? Ich kann ja in der Kurve einfach mal nach hinten gucken, scheißegal, ja, wo ich hinfahre. Ja. Siehste? Ja. Frage selber beantwortet. So, eine geht noch. Mach dich da auch vom Acker. Ich fahre einfach schneller, dann fährst du hinterher und dann passt es. Hoffe ich. Oh, ist etwas früh gebremst, aber... Passt, denke ich. Nein, wieder untersteuern. Ich hoffe, es geht trotzdem was in der Runde. Oh, viel zu früh gebremst. Ich heb jetzt mal noch was auf, vielleicht fahre ich dann noch eine. Hui! Eigentlich müsste es abkürzen gewesen sein, aber gut. Wenn die Jury nicht eingreift. Jury? Sorry, ich war gerade wieder beim Skispringen. Skispringen? Ja. Jury. Ja. Ja.
Genau. Wer meine Videos verfolgt, der weiß, dass ich Skispringen guck. Die heißen aber nicht Schiri. Doch. Das sind... Genau, was das sind, wenn du meinst. So, das war jetzt zwar ziemlich direkt reingezogen, aber ich glaube, das hat jetzt mal ganz gut gepasst. Ja, ich weiß, dass diese Runde noch gilt. Hui! Will ich dir auch mal noch so zu durchziehen, wenn ich die Kurven treffe. Das war wieder eigentlich abkürzen. Die bin ich auf dreimal gefahren. So, die habe ich jetzt auch mal getroffen. Komm. Mein Button! Oh! Button hat mich eine noch bessere Platzierung gekostet. Es wäre mindestens P5 geworden. Und Kane ist... Was denn? Ich habe mich um über eine 16. Sekunde verbessert. Aber du bist knapp dran am Feld. Scheiß und letzter Sektor, da bin ich so quer gestanden. Mann. Oh, aber es sei zu bemerken, hinter dir sind Perez und Weber. Ja, und Katikean. Ja, Karte kehren sowieso. Aber ich finde es doch bemerkenswert. Und Button auf Pole. Mal was Neues. Pole? Auf Vettel, ja. The one? Pole? The Pole? Was? What? What? What the fuck? Ey! Vettel auf 2, Rosberg auf 3, und so weiter und so fort. Ich auf 7. Cannelloni, wie gesagt, auf 16. Und ja. Freuen wir uns auf ein spannendes Rennen. Bis morgen. Und lassen die letzten Szenen noch über den enttäuschten Fahrer vorbeigehen. Und bis morgen.